Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wir haben zuletzt aufgehört. Wir wollten unser Haus oder wir haben unser Haus ein oder zwei Stockwerke höher gebaut, damit wir hier mal ein bisschen Luft drin haben. Und wir haben unsere Kiste zerstört. Da rum ist da hinten auch so ein Haufen Scheißdreck. Wir legen jetzt das ganze Zeug hier mal wieder rein. Und die Treppen, die Stöcke und die Knochen, alles wieder schön säuberlich aufsortieren, denn wer Unordnung macht, muss es auch wieder aufräumen. Das lernt man ja schon als Kind. Zack, da rein und Pfeiler. Das Holz nehmen wir. Aus dem Holz machen wir anderes Holz, schöneres Holz, das. Die Kiste machen wir auch mal hier rein, die werden wir später sicherlich noch brauchen. Zweites Stück Fleisch. Die Steine packen wir wieder hier rein. Ein Stack mit Kies. Eine Axt, ein Schwert, Schaufel. Das packen wir einfach mal alles hier rein. Zack. So. Dann sieht die Sache doch schon wieder ganz anders aus. Gut, wir haben hier neu gemacht. Da brennt unser Glas vor sich hin. Und ja. Die Kiste ist aufgeräumt. Unser Inventar. Na. Würde ich jetzt, wenn ich nicht aufnehmen würde, auch noch weiter aufräumen. Aber wenn ich hier die ganze Zeit nur aufräume, naja, ich weiß nicht. Gut, ja. Da draußen laufen jetzt die Mobs rum. Was machen wir, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Wie viel Eisen habe ich? 27. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Ich glaube, ich. Na. Was mache ich? Ich lasse das ganze Zeug hier mal da. Und gehe doch wieder in den Tunnel unten rein. Naja. Ich habe ja dann eigentlich nichts zu verlieren. Von jedem eins mitnehmen und die Fackeln. Vielleicht schaffen wir es da ein bisschen Licht ins Spiel zu bringen. Dann können uns auch nicht so viele Viecher überraschen da unten. Gut, wo sind wir? Ich nehme wieder einen Schluck Cola zur Stärkung. Wunderbar. Gut, hier ist Kohle, die werden wir dann noch abbauen. Da kommt das Wasser raus. Okay, bis jetzt. Oh, da ist Eisen. Sehr schön. Eisen ist immer toll. Da freue ich mich immer, wenn ich Eisen finde. Und na komm. Da eine Fackel hin und da eine hin. Und da kommt schon wieder dieses ekelhafte Geräusch. Gut, ich habe ein ziemlich starkes Gefühl, dass hier mit hundertprozentiger Sicherheit Mobs rumlaufen und rumwuseln und rumgeistern und was weiß ich noch alles. Ja. Oh, da hinten kommt auch schon unser erster freundlicher Geselle. Uah. Oh, stirb! Und stirb! Na, komm, stirb, stirb! Yay, wir haben gewonnen! Und wir haben keine Fackeln mehr, natürlich! So muss das sein! Gut, wir gehen jetzt erstmal von hier weg, weil ich keine Lust habe, obwohl, wartet mal, Leute, wartet mal!
Wenn wir... Hier ist jetzt genug Licht. Okay. Ach, obwohl hier können auch noch... Ach, ich gehe jetzt erstmal wieder hoch und hole frische Fackeln. Und dann werde ich das hier oben mal stopfen, damit hier kein Wasser mehr runterfließen kann. Denn dann können wir uns viel besser fortbewegen. Die Mobs zwar auch, aber hey! Wir bringen die Sache zum Laufen. Ich weiß gar nicht, für was ich eigentlich die Knochen einsammel. Ach, egal. Ach, ey, na? Siehst du, die graue Wolle hätten wir gar nicht wegschmeißen müssen. Mir fällt gerade ein, dass man aus Knochenmehl... Wow. Oh, es ist wieder Tag. Das ging ja flott. Gut, und das nützen wir auch gleich aus. Und werden ein paar Setzlinge setzen. Ich hoffe jetzt, dass hier kein Creeper rumcreepert. Doch, da hinten ist einer. Das war ja klar. Die Mobs sind schließlich auch nicht... Oh, da ist einer. Oh Gott, er wird explodieren. Ich spüre es. Ich spüre es. Und er explodiert. Er explodiert. Nicht. Ja, und wir haben wieder gewonnen. Gut, wir werden eindeutig besser im Creeper abschlachten. Da ist noch einer. Probieren wir unser Glück ein zweites Mal. Zack, zack, zack. Oh, und nochmal gewonnen. Wir sind so toll. Okay, das wird jetzt erstmal genügen hier. Mit Creeper abschlachten. Wir pflanzen jetzt ein paar Setzlinge hier rein. Da eins und dort eins und jenes eins. Zack, da einen hin und auf diesen Fleck hier ein. Und zack, zack, überall Bäume, die wir danach wieder fällen können. So muss das sein. Und ja, ups, jetzt habe ich den Setzling hier weggespuckt. Und es sieht schon fast zu viel aus. Es wird ja schon ein halber Urwald. Wir wollen ja keinen Urwald haben. Okay. Was ich jetzt mal austesten will, ist, wenn wir hier reingehen, Knochen holen. Ich nehme mal einen mit. Aus Knochen machen wir Knochenmehl. 3 Portionen. Das ist ja schon ganz schön etwas. Und normalerweise, wenn wir jetzt hier auf den Setzling klicken, dann... Oh, was zur Hölle! Also Leute, das nenne ich mal Düngemittel. Das ist ja mal richtig. 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 Toll. Gefällt mir. Also wir haben ganz offiziell jetzt den grünen Daumen fürs Bäumepflanzen. Oder den weißen Daumen. Ich meine mit unserem Knochenmehl. Naja, was soll's. Zack, zack. Hauptsache wir bekommen Holz. So ist das doch mal richtig gut. Es geht ja dann verdammt schnell mit Holz. Gut, das klöppeln wir noch weg dort. Und ich glaube, das hängt fest irgendwo. Oder? Nein, okay. Gut, doch nicht. Gut, die Blätter lösen sich auf. Das Schwein guckt uns an. Hallo Schweinchen. Und Kotlets. Kotlets. Dafür werden die Schweine hergestellt. Um Kotlets zu droppen. Oh, unser Glas ist fertig. Das sind doch mal Nachrichten. Unser Glas ist fertig. So, unser Fleisch ist auch gleich angebraten. Einmal. Zweimal. Und so lang nach. Obwohl. Na, wir gehen nochmal etwas raus. Frische Luft schnappen. Bevor es wieder dunkel wird. Eigentlich. Na.
Sandschaufeln. Kein Sandschaufeln. Sandschaufeln. Kein... Ach, Sandschaufeln. Wir holen uns noch etwas Sand. Wir haben noch Zeit in dem Part. Etwas Zeit totschlagen hier. Sand. Erde. Jip. Okay, hallo Schaf. Deine Wolle nehme ich gerne wieder an mich. Und das nehmen wir mit hier. Zack. Überall schön den Sand abholzen. Gut. Das genügt jetzt, glaube ich, erstmal. Gut. Wie sieht's aus? 56. Wir nehmen uns natürlich wieder einen kompletten Stack mit, weil wir mit 56 noch nicht zufrieden sind. Gut, das war's. Wir gehen jetzt wieder nach Hause. Nach dem Weg könnten wir eigentlich auch mal machen hier. Was für ein schöner Strand. Das Einzige, was fehlt, sind die Palmen. Aber ich habe gerade letztens schon mal gesagt gehabt zu jemandem, es wäre cool, wenn irgendwann Palmen wachsen würden in Minecraft. Das würde mich freuen. Das würde dem Ganzen viel mehr Atmosphäre geben irgendwie. Es sind ja schon neue Baumarten hier angeschwollen worden und angerollen. Hallo Schwein. Und ja, es wäre einfach schön, wenn es an Stränden auch noch Palmen geben würde. So wie in der Wüste Kakteen. Und weiß ich nicht alles. Hallo Schwein. Oh, und wir haben unsere Schaufel. Boah. Das hat sich offensichtlich die Schwarte gebrochen, dieses arme Schwein. Bis da hinten schlachten wir auch noch schnell ab. Denn mit einem Kohlestückchen. Oh, natürlich droppt das Teil nix. Das war mir fast klar. Gut, dann gehen wir wieder in. Ach, geh doch auf. Unsere Tür klemmt. Wir müssen mal ein Schlosser bestellen. Gut, mehr Fleisch. Fleisch ist immer gut. Fleisch ist toll, Fleisch ist gut. Fleisch ist gut. Das haben wir schon gebraten. Gut, wir holen jetzt wieder unsere 12 Kohle-Dingens-Dinger raus. Packen die da dazu. Und brennen unsere Wolle, unseren Sand wieder ein. Gut, den anderen Sand machen wir wieder hier rein. Das Fleisch. Das Fleisch würde ich gerne irgendwo anders hinmachen, weil man das nicht stapeln kann. Leider. Es ist unstapelbar. Ich glaube... packen wir die Kiste einfach hier hin. Und da machen wir unser Fleisch rein. Lecker Fleisch. Fleisch. Gut, dann stapeln wir hier jetzt wieder ein bisschen Holz. Hatte ich nicht noch was? Nee. Gut, wo war ich? Holz. Holz. Die Wolle hier wieder rein. Und das hier. Wie heißt das Zeug hier? Was ist der deutsche Ausdruck dafür? Ich weiß es nicht. Egal. Ich weiß nur, dass man es braucht, um TNT... Hallo Huhn! Um TNT herzustellen. Gut, Leute, ich beende hier jetzt erstmal den Part. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten. Bis dahin, ciao!